Kochlandschaft Österreich. In der Region Mostlandl, Hausruck. In Kickendorf bei Griskirchen zeigt uns Elisabeth Grabner in dieser Folge unter anderem, wie vielfältig Zwiebel als Beilagen zum Beiriet vom Jungstier aus der Region sein können. Also ich bin die Elisabeth Grabner und bei mir gibt es heute eine Beiriet vom Jungstier aus der Region. Dazu gibt es einen geschmorten Zwiebel, dazu habe ich diese Schalottenzwiebel. Dann haben wir noch einen halben Salat geschmorten und ein Quinoa. Wir fangen mit der Beiriet an. Die Beiriet habe ich mir jetzt schon vorbereitet, nämlich das heißt zuputzt. Ich habe diese Fettschicht weggegeben, habe es von den Sehnen befreit und jetzt kann ich mir schon schöne dicke Tranchen runterschneiden, die wir dann eben zuerst auf dem Herd anbraten und dann in Ruhe fertig machen. Also dick heißt mindestens 2,5 cm. So, und damit sie beim Braten mir die Form nicht verliert, werde ich das jetzt mit so einem Küchengarn schön zurechtbinden. Das hat den Vorteil, wenn ich das so schön binde, damit ich wirklich dann schöne, gleichmäßige Portionen runterschneiden kann, beziehungsweise dementsprechend schön anrichten kann. Ein bisschen salzen und pfeffern. So, und jetzt gebe ich das Öl hinein. Das ist ein ganz normales Pflanzenöl, also Rapsöl. Das kann man gut erhitzen. Zum Anbraten kann ich jetzt nicht nur ein bisschen Rosmarinzweigerl dazugeben und einen Knoblauch. So, weil das da so ein bisschen vor sich hin brät bzw. schöne Farbe kriegt, kann ich mir jetzt meine Zwiebel schon schälen. So, die damit schälen. So, und so stelle ich jetzt das ins Rohr. Die Beiritschnitte, ich gebe sie jetzt drunter, gebe es auf einen Rost und bei 180 Grad ca. 15 bis 20 Minuten. Die Kerntemperatur sollte so um die 50, 52 Grad haben. Und den nächsten Schritt machen wir jetzt die Zwiebel und die habe ich jetzt geschält. Und jetzt schneiden wir uns da einfach so ganz dicke Scheiben runter. So dick, so ungefähr 1 cm dicke Scheiben. So, und tue ich dann da in der Pfanne anbraten. Ein bisschen Butter dazu. Thymianzweigerl. So, und da lege ich jetzt die Zwiebelscheiben ein. Und die lasse ich jetzt da drinnen langsam, dass so eine schöne goldbraune Farbe kriegen, lasse ich die da drinnen jetzt halt so braten. Als nächstes können wir den Quinoa machen. Quinoa, den habe ich schon vorgekocht, weil der dauert ungefähr so 20 Minuten mit einem Lorbeerblattl, also so mit Nelken bespicken, so wie man einen Reis kocht. So kocht man auch den Quinoa und den werde ich jetzt halt nur mal erwärmen und da gebe ich einfach in den Quinoa gebe ich jetzt einfach ein bisschen einen Schü, praktisch einen Bratensaft hinein, damit er dann so eine gute braune Farbe hat. Die Zwiebelringel umdrehen. Das, was runterfällt, das kann man ein bisschen auf die Seite geben. Da habe ich jetzt meinen Schü. Ein bisschen Salz, Pfeffer geht ab. Jetzt schauen wir, wie die Zwiebeln ausschauen. Jawohl.
Jetzt gehe ich mit der Temperatur zurück. Ganz zurück. Und jetzt löschen wir das mit ein bisschen einen kleinen Schuss Mostessig geben wir da jetzt drauf. Ein wenig Thymianzweigerl nur ein frisches dazugeben und ein Rosmarinzweigerl. So, und dann lassen wir das so klein dahin köcheln und dann wird der Zwiebel gar, der wird dann schön weich. So, und dann habe ich gesagt, dann machen wir uns nur so einen geschmorten Salatherzen dazu. Die tun wir jetzt so halbieren. Die Blätter, die runterfallen, die heben wir uns auf. Damit so fein Julienne zusammenschneiden. Julienne, also so fein nudelig. So, dann geben wir jetzt wieder Rapsöl in die Pfanne und legen den Salat praktisch da ein. So, also dann da mal das bisschen salzen, pfeffern und eine Prise Zucker kommt dazu. So, jetzt schauen wir mal. Schöne Farbe. So, und jetzt geben wir noch ein kleines Stück Butter dazu. Und ablöschen tun wir dann das Ganze mit einer ganz kleinen Prise Apfelsaft. So. Dann hält man das fertig. Der Quinoa ist auch fertig. Dann habe ich noch was vorbereitet für die Garnitur, also zum Ausschmücken von dem Ganzen. Und zwar sind das so eingelegte Zwiebelringe. Die sind wirklich nur ein Teil Wasser, ein Teil Essig, ein Teil Zucker. Aufkochen, die Zwiebelringe in eine Schüssel geben, die heiße Marinade drüber leeren, fertig. Dann schauen die so aus und schmecken so pikant, so wie Mixpickles eigentlich. Und dann habe ich noch gemacht dazu ganz normalen Röstzwiebel, so wie man es kennt. Dann können wir unser Bayerischer anrichten. Und zwar jetzt den Quinoa, den werden wir jetzt da in so Zwiebelsegmente eingeben. Den habe ich mir vorbereitet und zwar, das ist eigentlich ganz einfach, den Zwiebel halbieren und dann in Salzwasser kochen, weich kochen, da hinten den Strunk wegschneiden und dann kommen da so wunderschöne Segmente raus. Und in diese Segmente kann ich mir jetzt den Quinoa einfüllen. Jetzt werde ich das da so aufs Teller legen. So, und unsere geschmorten Zwiebel dazu. Die Salatherzen. Meine eingelegten Zwiebel dazu. Kann ich jetzt so zerlegen ein bisschen. Und den Salat, den was ich mir da zuerst so geschnitten habe, den werde ich jetzt einfach so mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Öl dazu und noch ein bisschen Mostessig. Das mache ich jetzt einfach so ein bisschen locker ab. So. Die Beirute, die habe ich jetzt aus dem Ofen geholt, die ist fertig, die hat auch schon gerastet, weil es ist ganz wichtig, dass das Fleisch, wenn man es rausnimmt, nicht sofort aufgeschnitten wird, sondern dass man es ein bisschen rasten lässt, damit sich das Fleisch wieder entspannt und natürlich auch dementsprechend saftig bleibt dann. So. Dann machen wir unseren Saft noch angießen. Und zum Schluss geben wir noch so ein bisschen die Röstzwiebel auf. Somit haben wir eigentlich vom Zwiebel alles. Wir haben den gebratenen Zwiebel, wir haben einen geschmorten Zwiebel, wir haben einen frittierten Zwiebel, wir haben einen eingelegten Zwiebel. Und somit ist unser Gericht fertig, nämlich die Bayerischnitte mit den geschmorten Zwiebeln und dem Quinoa-Salat und einem Häupl-Salat. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.